Willkommen zum zweiten Tag mit Salaman Great. Variante, wir spielen gegen Dunkler Phönix. Wenn ihr auch gegen uns Metamatch spielen wollt, kommt auf unseren Discord-Server. Link in der Videobeschreibung. Damit lässt sich doch was anfangen. Die Frage ist, womit Handtrap baiten wir? Ja, Circle offensichtlicherweise, denk. Also. Ja, muss wohl. Auf alles andere fliegt keine Handtrap. Ah. Ich hatte nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Ja, Gazelle. Ja. So, diesmal dann denken, Mirage Stelio lockt uns auf Feuermonster. Dann normeln wir jetzt Jack. Nicht Gazelle. Ja, ja, klar, die können wir specialen. So, wir könnten in Bellings gehen, wir könnten auch direkt in Link 2er mit dem Microcoder gehen. Ja, aber wir machen Bellings. Und fragen mal ganz lieb nach Chainlink 1, Bellings, Chainlink 2, Gazelle. Ich glaube, am meisten Sinn wird es machen, jetzt den Microcoder zu benutzen, weil sobald wir Mirage Stelio benutzen, können wir den ja nicht mehr machen. Gucken wir erst, ob wir hier was reinlegen dürfen. Dürfen wir. Krass. Ja, dann Spinny. Weil Jack haben wir ja schon. Ja. Mhm. Dann. Ja, wenn wir jetzt Code Talker holen, dann können wir danach mit Spinny. Ja, oder Splash Mage. Oder Splash Mage. Splash Mage macht mehr Sinn. Wenn wir jetzt in Splash Mage gehen, können wir danach Spinny zurückholen und in Mirage Stelio gehen, dann kann der Splash Mage was zurückholen, dann können wir weiter linken. Ja. Nein, der ist kein Code-Talker. Haha. Ach, okay, dann müssen wir doch den Code-Talker benutzen. Ich weiß, dass du es nicht ernst meinst, Kumpel. Ich weiß, dass du ein langer Zuschauer von uns bist. Ja, dann Code-Talker wohl, I guess. Sonst können wir die Counter-Trap, wir wollen die Counter-Trap ja haben. Wenn wir jetzt Overlane, ich überlege jetzt so gerade, wenn wir jetzt Overlane, dann können wir Effekt nicht benutzen, weil... Richtig. Und wir können auch wir kriegen auch keinen weiteren Salaman Great. Ja, wir gehen in Code Talker. Ja, genau, wir gehen in den Code Talker. Und dann holen wir mit dem Balenings den Jack zurück und gehen dann mit Code Talker und Jack in Splash Mage. Boah, dann können wir auch gleich den Revive benutzen für was anderes. Das Splash Mage ist ja nur ein Extender, das wäre ein gewasteter Link. Warte mal, das macht keinen Sinn. Mhm. Okay, dann ist einfach Spinny und Stelio. Jetzt weiß ich, wo da der Fehler in der Matrix war. Wir kommen jetzt nicht mehr auf Sunlight Wolf, ne? Ja, doch, wenn wir jetzt, wir können auf Sunlight Wolf gehen. Wir kriegen Sunlight Wolf, wenn wir Jack zurückholen und dann mit Stelio und Jack in den Wolf gehen. Aber dann kriegen wir halt nur schwer was in die Zone vom Wolf. Das und wir haben Prognose dann nicht Stelio mit Jack zurücklegen können. So, Jack haben wir schon, dann Foxy, I guess. Moment. Wir kriegen Sunlight Wolf nicht mehr gebastelt, weil er braucht Feuermonster. Ja eben, deswegen, wir müssen ihn dann jetzt dann... Ja, wir können ihn holen mit den beiden, mit dem, was wir jetzt mit Stelio holen und dann Stelio. Das sind zwei Feuermonster. Aber dann kriegen wir den Jack nicht mehr vom Friedhof zurück, weil wir keine freie Zone haben. Weil der Code Talker ja hier oben ist. Wenn wir jetzt Jack holen... Wir haben schon einen Jack im Friedhof. Wenn wir dann in Splash Mage gehen würden, dann würden wir zwar Jack zurückbekommen. Aber dann hätten wir auch wieder kein Heat Soul. Ich meine, gut, wir haben den regulären Code Talker. Wir müssen nicht in Heat Soul gehen, aber Heat Soul ist halt gut.
Naja, doch. Dann holen wir jetzt einfach Jack und gehen dann in gehen dann in Heat Soul. Warum nicht Foxy? Jack haben wir doch schon im Friedhof. Wir haben schon einen Jack im Friedhof. Ja, oder wir skippen den Heat Soul, gehen ins Splash Match und bauen mit Jack und Jack eine Baguska. Das würde ihn auch dann. Das würde auch. Nein, gehen. Können wir nicht. Wir dürfen Splash Match nicht aktivieren, das ist kein Feuermonster. Wir haben schon mal Stelio benutzt. Dann holen wir Foxy. Wir gehen dann einfach mit Foxy und Code Talker in. Heat Soul und ziehen eine Karte. Ja. Dann Set 3 Pass. Wir haben hier bisher. Das musste sich doch anders lösen lassen. Das hätte sich. Ja, das ist bestimmt. Ich meine. Was First Turn Negates angeht, haben wir quasi nahezu so viele, wie wir haben. Also so ist es jetzt nett. Ja, Mediafa hätte noch eine Baguska daneben gelegen, die hätte schon geholfen. Hi. Ja, in Detail. Das sag ich. Nee, warte bis er das Monster auf dem Feld hat, dass wir kein Gamma kriegen. Ja, also du meinst wegen Ash. Der hat 3 im Deck. Die Chance, dass er das Ding einfach schon auf der Hand hat und hier gerade nur Ash baiten will, ist relativ hoch. Also, einfach mal suchen. Ich meine, wenn wir Stelio für Crosswipe-Tributen, triggert ja doch der Effekt, oder? Möglich. Wir müssen nur A gedrückt halten. Das war, weil der tributet ja als Kosten. So, und das Ding müssen wir jetzt negieren, ne? Ja, oder wir machen es mit Crosswipe kaputt. Das ginge auch. Dann eben. Wir warten, bis ein Monster auf dem Feld hat und dann bevor er den Effekt aktivieren kann, weil ich sagte, der tributet ja als Kosten. Aktivieren wir Crosswipe, zerstören den Field Spell. Nee, wir müssen jetzt zerstören, weil wenn er das Monster auf dem Feld hat, dann ist es zu spät, dann kann er ja reagieren. Das ist doch kein Quick-Effekt. Nee, der nicht. So. Jetzt machen wir Crosswipe, tributen den Stelio. Schießen die Layer kaputt. Ziehen eine Karte. Ziehen noch. Ja. So, und jetzt könnten wir ihm den Arima bouncen, aber ich glaube, das wollen wir gar nicht. Oder? Ach nee, triggert doch nicht der Stelio. Okay, jetzt Countertrap. Ja. Genau das war ja der Punkt, warum ich gesagt habe, die Ash können wir uns schenken, weil der hat eh eine zweite. Ja. Ja gut, ich selber Tributen kann der. Was kann der eigentlich nicht? Ja, Ash. Whatever. Soll er eine ziehen? Soll er wegen mir eine ziehen? Achso, stimmt. 2000 oder mehr. Nee, wenn ihr in. Other than this card to activate the effect. Okay, darf er. Ziehen darf er. Interrupts haben wir keine mehr, also. Na gut, wir haben halt die Ash, aber das ist ja kein Interrupt für was er so schon hat. Damit können wir eigentlich auch bis zu unserem Zug warten. Ja. Na, jetzt können wir ja erstmal eine ziehen. Richtig.
Hi. Den kann man mal normalen. Ein Buffalo bauen. Access coden wir jetzt einfach direkt. Das wäre definitiv eine Möglichkeit. Oder wir gehen vorher noch über hier, Update Jammer. Wenn wir Jack zurückholen, dann mit dem und Buffalo und Update Jammer gehen, Access Code. Nee, ich werde dafür, wir fangen jetzt erstmal mit Access Code an. Ja, dann. Ja, okay. Soll erstmal die Verdeckten kaputt hauen, meinst du? Bevor der noch irgendeinen Blödsinn macht. So, dann machen wir natürlich bitte mal Buffalo Chain 1. Genau. Nicht, dass ihr noch auf blöde Ideen kommt, wie Sachen unchain. Lol, imagine. So, aber wir wollen auch nichts unchain. Nee. So, Jack oder Spinny ist wo? Schon mal beide schon im Friedhof. Mhm. Hi. Hi. Droplet. Jo, klar. Ja gut, das ist kein Salamangrade, also mach mal. Aber mit Infernoid ist kombiniert. Aber angreifen dürfen wir noch, oder? Wir haben nur halber Attack. Ja, ja. Dann machen wir mal jetzt mal Circle und suchen mal Mir. Genau, das heißt, ich direkt special kann. Ja schon. Da können wir noch einen Jack vom Friedhof zurückholen und einen Spinny. Erstmal Spinny. Jack ist ein bisschen schwierig. Wir haben ja keinen Salamangrade Link Monster. Ja, stimmt. Der braucht den speziellen Salamangrade. Wir könnten einen Mirage holen. Ja, der steigt nach schräg und nicht direkt nach links. Wir könnten jetzt einfach einen. Wir können jetzt entweder einen Phoenix holen, geko-linken, um zu böllern. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Ja, da wäre ich dafür. Lass einen geko-linken Phoenix holen. Wir können Foxy noch zurückholen, sobald wir den Fieldspell aktivieren. So, ja, just Jack. Ja. Ach ja, das Void Feast hat er nicht gebraucht, aber wir würden sehr gerne eine Karte ziehen. Hi. Hi. So, aktuell, wie viel haben wir denn gerade? Jetzt haben wir keine Salatkarte mehr, goddammit. Wir hätten den Jack auf der Hand behalten müssen. Jetzt haben wir 5.550. Mhm. 3K, 2,5K kriegen wir nicht mehr hin, oder? Also vielleicht, wenn wir in den Pot reingucken. Warte mal. Wir können Transcode bauen. Der kann... Der hat aber kein Update, wenn man Friedhof nicht zurückholen kann, ne? Denk dran. Nein. Aber der kann einen... der kann einen Phoenix zurückholen. Ja. Dann haben wir 250 Schaden mehr. Wir können mal in den Pot reingucken. Vielleicht ziehen wir ja einen Salamangrade. Ich glaube, es ist nichts mehr im Deck. Ich glaube, wir haben noch einen Spinny im Deck. Nur einen Plotus auszufinden. Ja. Dann Ash, I guess. Mhm. Oder nee, Nibiru. Ja, Nibiru. Und Jack hat man noch gehabt. Oh. Okay, perfekt. Dann suchen wir den, aktivieren den Fieldspell, gehen Foxy zurückholen. Nein. Nee, ungern. So, wenn wir jetzt mit Foxy und Phoenix in Transcode gehen. Mhm. Ne, dann haben wir den Fall in die falsche Richtung. Wir haben noch den. Das ist doch Link 3 oder niedriger. Das heißt, wir könnten auch den Heat Soul zurückholen. Mhm. Und dann müsste genug Damage sein, oder? Verrechne ich sollte, gerade. Sollte, ja. Nee, sollte genug sein. Ich meine, dann ist der Heat Soul zwar nicht geko-linked, aber die zwei hier, und das langt ja. Ja. Wir hätten das auch einfacher lösen können. Wir hätten auch einfach mit Access Code und Phoenix ins Splash Match gehen können. Splash Match holt was zurück. Update Access.
4-3, 4-3, Rums, Rums. Haben wir nicht Cybers Monster gespecialt? Foxy ist doch ein Cyber. Hä? Ah, Phoenix ist ein Fiend. Ah. Okay. Ja, whatever. Dann gibt's jetzt aufs Maul. Ja, ich meine, wir haben drei Negates. Ja, wir hätten das Splashmatch. Ja, der Phoenix. So, nein. Nicht an den Phoenix gedacht. Ja. Was eigentlich weird ist, weil Ibli ist ein Cybers-Monster aus irgendeinem Grund. Also alle Main-Deck-Nightmares sind, glaube ich, Cybers. Warum sind die in einem Extra-Deck Fiends? Wir müssen dann noch die Imperm setzen. Ja. Gibt es auch was Sinnvolles, was wir holen wollen? Nein. Ich glaube nicht. Wir haben kein proaktives Link-Monster. Unser einziges proaktives ist Decode und der ist auch nur proaktiv wegen der Counter-Trap. Und halt, weil er Karten zieht. So, ja, nein. Nein. Okay. Okay. Prämisse, er will anfangen. Lernfernoid. Brauchen Twin Twister, um Leer kaputt zu machen. Er hat hier nicht genug Monster-Effekte, um Gamma zu machen. Ich glaube, Nibiru ist nutzlos. Der Special schon. Aber die Frage, specialt der fünfmal? Nicht wahrscheinlich fünfmal. Nicht. Nee, stimmt, der specialt keine fünfmal. Der specialt wenige große Stöcke. Und ich glaube, Vayla ist nutzlos. Wir wollen eher Imperm haben, dass wir in unserem Zug seine Viecher abstellen können. Ja, zumal, wenn wir das falsch timen, der auch einfach dodgen kann, indem sie sich tributen. Versuchen wir noch, den Gamma reinzukriegen, ist die Frage. Victor bringt nichts. Gamma, nein. Ich würde es so schieben. Also ich würde so. Ob wir schieben, das sehen wir gleich. Ich würde so senden. Baguska sollte gegen ihn ziemlich solide sein. Das stimmt. Baguska sollte definitiv helfen. Er scheint ein paar mehr Side-Deck-Optionen zu haben als wir. Oder zumindest mehr Karten, die in Frage kommen, über die man sich Gedanken machen kann. Ich meine, typisch wäre es, dass wir keine Ash auf der Hand haben. Er eröffnet direkt mit Reasoning und der erste. Das erste Monster, was er umdreht, ist eine von den untersten 10 Karten. Er hat ein bisschen mehr als nur den Stufe 1er, Dekatron heißt er, glaube ich, weil er ja noch die ganzen Layer-Monster hat. Ha. Da schau her. Das Doofe ist jetzt, wir haben keine Karte, die ich für Mining abwerfen will. Dann fangen wir halt mit Circle an. Ja. Dann suchen wir die Gazelle und machen dann einfach Pot. Dann gucken wir mal. Nee, wir suchen jetzt Jack und schmeißen den dann ins Mining. Das ist ein Argument. So, Mining. Wenn wir jetzt Droll gekriegt, hätten wir auch okay gewesen. Weil Jack alleine reicht, dass man vorankommt. So, dann Abendgazelle. Und jetzt Pot. Jetzt triggern wir die Gazelle. Ja, das können wir noch zuerst machen. Und die geht dann mal. Keine Ahnung. Speedy, I guess? Speedy reinlegen. Ja. So, darauf jetzt gezuckt. So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Also, wenn wir jetzt Bailings bauen. Dann wird Stalio schwierig. Ja, Parallel Exit triggern. Muss ja nicht auf die. Also Bailings, ja, Bailings sagt ja da unten, ja. Ja, genau, könnte man Parallel Exit machen. Könnten dann theoretisch in Baguska gehen, wenn wir wollten.
Weil wir müssen dann auch auf nichts gelockt sein, glaube ich. Oh ja, nee, dann ist ja easy. Dann machen wir jetzt Peril, dann machen wir jetzt Dings Bailings. Dann gehen wir in dann gehen wir Fields besuchen und triggern Parallel Exceed. Oder mit den nächsten Parallel Exceed. Richtig. Endport ist sowieso ein Ibiro-Token, aber das ist ja nicht der Punkt. Dann geht der mal den nächsten Parallel Exceed holen. So. Dann können wir ganz. Also irgendwo. Da bauen wir jetzt einfach das Sanctuary. Dann können wir mit Bailings und Bailings bauen, aber diesmal nach links, damit der Jack da drunter passt. Ja, für die freie Zone. So, da. Links haben wir ein Sanctuary. Du und hier rüber. Und dann Jack für Bailings. Genau. Oh, noch kein Nibiru. Splash Mage. So, Splash Mage, freie Zone ist dann hier drüben. Der Splash Mage muss nicht dahin specialen, wo er drauf zeigt, dem ist das wohl. Eher nicht, nö, aber dann haben wir die Zone noch, als wir irgendwas anderes brauchen. Dann geht der Splash Mage mal den Dings zurückholen. Wurscht eigentlich was? Ja, ist eine von denen. Ja, es ist alles wurscht, außer vielleicht Spinny, weil der vielleicht noch selber wiederkommen will. So. Dann gehen wir in Heat Soul und gönnen uns was. Mit Nummer 2. Einmal Karte ziehen. Mhm. Oh, ja. Dann Pot. Und dann Plan B irgendwo, wo Heat Soul drauf zeigt. Oh ja, der funktioniert. Das kann man noch setzen, ja. Und dann halt Plan B irgendwo... Ja, drauf gepfiffen. Ja. Und dann halt Plan B irgendwo hin. Wo der drauf zeigt, ja. Genau. So. Wir können nur noch Nick Monster holen. Weil wir Splash Mage benutzt haben. Können nur noch Cybers Monster holen. Ach, Splash Mage. Ah. Dann hätten wir Plan B zuerst holen müssen. Ja. Ja, gut, dafür lernt man das scheiß Deck. Dann Set Go. Unlucky. Ist noch irgendwas, was für besser wäre als Heat Soul? Es hätte uns nichts daran gehindert, einfach zuerst Plan B zu bauen. Wir sind solche. Ja, weil Linkmonster ja von Plan B unaffected sind. Voll. Ja, Frage bleibt: Gibt es irgendwas, was sich lohnt, aus dem Paradoxie zu machen? Aber ich glaube nicht. Nicht wirklich. Das ist leider Set Pass. Fucking unlucky. Ich meine, wir haben 3 Interrupts. Ja. Aber ja, stimmt. Das mit Splash Mage war dämlich. Hi. So, dieses Mal haben wir nichts, was triggern könnte, also können wir es gerade so doch sofort kaputt schießen. Würde ich sagen. Ja, wir können aber wieder warten, bis ein Monster. Der hat ja gerade noch nichts im Grave. Also er kann jetzt nicht, er kann jetzt gerade keinen Idioten da specialen. Auch wieder richtig. Okay. Mhm. Was frisst dich, Nash? Mal gucken, was er abschmeißt. Deviati. Ui, ja, da kommt auf jeden Fall die Ash drauf, bevor der zu viele Infernoids zusammenrackt. Ja, ja. Und dann können wir daran auch mal anketten, dass wir mal eine ziehen wollen würden. Und dann eigentlich auch die Crosswipe für den Field Spell. Weil jetzt hat er ein Monster am Friedhof. Ja, ich weiß, dass das der falsche war. Oh, Circle. Okay, mal gucken, ob der Veil reicht. Das Problem ist, wenn der irgendwas hat, was er sich selber tributen kann, ist Veiler ziemlich nutzlos.
Er scheint noch was zu haben, hat nicht einfach nur gepasst. Vielleicht hat er auch doch nicht mehr so viel. Okay, Meme-Play oder hat er jetzt wirklich noch was vor? Ja, ah, das frisst sich dein Nailer. Ja, aktiviere mal noch. So. Aber an sich gute Idee. Ehrlich gesagt. Zieh mal eine Karte. Ich glaube, es wäre sogar korrekt gewesen, das durchzulassen, weil wir haben ja noch Fordop, das tötet uns ja nicht, dann ist der halt weg. Und eigentlich hatten wir gerade keinen Grund, in das Risiko reinzulaufen, dass er mit seinen letzten zwei Handkarten aus irgendeinem wahnwitzigen Grund noch Dinge tun kann. Das ist ein Argument. Andererseits, Dave. Ja, natürlich, jetzt haben wir einfach gewonnen, aber... Aber ja, es gab theoretisch, ne? Ja, ist schon, ich sehe, was du so hinaus willst. Kriegen wir den Kollegen unter Nibiru umgebracht? Ja. Ja, wenn er keinen Wähler hat. Wenn er keinen Wähler hat, ja. Den Wähler können wir daven. Richtig, weil also Normals haben Normal, Update, Normal Gemma, Update Access Boot. Ja, genau. So. Update. Access. So, aus Prinzip in die andere Zone. Achso, ja klar. Du. Ja, der ist schon wichtig. Du. Die Stufe 3er bitte. Ja. Man könnte natürlich jetzt für den Flex auf Update zielen. Damit es exakter ist. Ja. Und jetzt einfach Angriff, ja, oder? Ja. Gibt es irgendeinen Grund, das Linkmonster kaputt zu ballern? Nee. Nicht, wenn seit neuem eine Darkness on us existiert, von der ich nichts weiß. Wobei? Die wir daven können. Die würde ich nehmen. Die wir daven können übrigens. Nein, weil das wäre Damage Step. Stimmt. Aber die würde ich nehmen. Also nur honest... Gut, das ist jetzt hier ein Dark Monster, aber gegen so Lichtdecks, die random One-Off-Honest oder so, die nehme ich. Dann hat es der Gegner einfach verdient, wenn er mit ihnen in die Fresse wirft. Vor allem, wenn man so offensichtlich drumherum hätte spielen können. Ja. Weil ich meine, alles, was auf direkte Angriffe triggert dann ja sowieso. Gut, ich würde sagen, slightly unverdient. Also die Baguska nicht zu bauen, das war einfach nur, also man hätte auch die Karten einfach lesen können vorher. Ja. Vor allem, wie gesagt, es gab ja keinen Grund, mit der zu warten, weil Linkmonster von Baguska ja unberührt sind. Ja, erstens das und zweitens, den Nip hätten wir uns so oder so irgendwann dann eingefangen, ne? Dann wäre die Baguska nicht mehr im Extra-Deck gewesen. Okay, so what? Die hätten wir dann in dem Duell eh nicht mehr gebaut. Eben. Weil das war halt der einzige Grund quasi, Baguska nicht zu bauen, dass sie noch im Extra-Deck liegt, weil der Nibiru kommt ja geflogen, bevor man Heatsoul bauen kann, weil ansonsten kann man ja einfach die 1000 zahlen, ne? Ja. Das wäre ja quasi die logische Begründung gewesen. Dass man die Baguska noch im Extra-Deck hat, aber das sinnvolle Gegenargument ist halt, wenn du auf das Play den Nip frisst, dann baust du die Baguska in dem Duell eh nicht mehr. Also, Ja, ne? Genau. Ja, gut. Dann trotzdem GG und man sieht sich am Freitag. Bis dahin. I'm not going to be able to do that.